Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Ja, Vaas geht tatsächlich in die Offensive. Und unsere Aufgabe ist es nun, seine Waffen zu sabotieren, um die Verteidigung der Rakiat zu erleichtern. Und ja, das würde ich sagen, gehen wir dann auch direkt mal an. Mit dem Ding hier fahre ich nicht mehr. Auch wenn 700 Meter ein ganzes Stück zu laufen sind, tut mir leid jetzt. Naja. Ja, da ist noch ein Auto. Gut, dann nehmen wir das. Die grünen Blätter nehmen wir auch noch schnell mit bei der Gelegenheit. So. Hä, wir haben doch... Haben wir nicht zwei hergestellt? Können wir nicht mehr herstellen? Spritzentasche 9 von 9, okay. Na gut. Ja, jetzt haben wir da diese zwei scheiß Jagddinger drin. Naja. Vielleicht bringen sie uns ja doch mal was eines Tages. Das ist doch schon wieder nicht geländetauglich. Lass mich raus. Ehrlich, Freunde, ich kann so nicht arbeiten. Mit solchen Schrottkarren, also nee. Gut. Üben wir uns doch mal in der Pistole. Ich ramm dich in den Boden. Ja, mach, komm. Ja. Was auch immer das jetzt gerade war, belassen wir es dabei. Ach, guck mal, der will mich hier umzingeln. Also umgehen. Umzingeln wird er wohl kaum schaffen. Ja, dich kaufe ich mir gleich. Ah, da kommst du. Wuhu! Gute Waffe, gute Waffe. Der Schrei. Neu interpretiert. Gut. So, da plündern wir uns stückweise dann auch die das Scharfschützenzubehör zurecht. Oh, wir haben noch eine Kiste übersehen. Jetzt aber. So, kommt der Jason auch mal dazu, ein bisschen Sport zu machen? Bleibt da fit? Nicht immer nur mit dem Quad durch die Gegend heizen. Nee, auch mal selbst was tun. Okay. Also bis auf die eine bei der Pilzmission für Dr. Earnhardt hatten wir bisher noch kein wirklich großes Höhlensystem. Ich hoffe, das kommt noch.
guck mal, hier ist sogar ein Hängegleiter. Aha. Was ein Weg, ey. Hier könnte man super eine Achterbahn bauen. Na komm, das sieht verdächtig aus. Ist es aber nicht, okay. Okay, bin ich mal gespannt, ob die Höhle hier ein bisschen mehr zu bieten hat. Oh Mann, das macht einem fast schon Angst. Na, vielleicht führt sie uns ja auch näher an das Holzfäller-Camp ran, bevor wir jetzt hier großartig um den Berg rumlaufen. Oh, das ist richtig geil hier, nur ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das mit den Pflanzen so realistisch ist. Das habe ich mich auch schon in der anderen Höhle gefragt. Aber, na gut. Das schafft etwas mehr Atmosphäre, insofern ist das schon okay. Ja, es war auf jeden Fall mal ein ziemlich cooler Durchgang. Und wir sind... Oh. Eieieiei. Was? Rote Pflanze? Nö. Ja, der übt sich ein bisschen Breakdance, ne? Was habt ihr vor? Kommen hierher. Könnten wir aus der Höhle einen Takedown versuchen? Jetzt ist es zu spät. Wie ich das hasse. Sobald hier die Seelenanzeige aufleuchtet, muss der sterben. Sonst probiere ich das hier trotzdem ich mit dem... Ja, flott. Musste sein. Na gut. Wo ist er nie? Hallo? Wo ist der Typ hin? Ah, da unten. Ja, ich bin auf dem besten Weg zum Holzfäller-Camp. Nur keine Sorge. Ah, wir sind beim Funkturm. Okay, gut. Ich würde hier nur ungern runterfallen. Komm, lass mich mal bitte wieder... Oh Gott. Na komm. Jason! Ach du Vollidiot, du Dämlicher! Bricht er sich Knick beim Runterfallen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir sind am Funkturm. Da hinten war das. Ja, stellt sich jetzt halt echt die Frage, unter welchen Voraussetzungen. Aber gut, ich habe mir jetzt halt auch nicht gemerkt, was wir haben müssten und was nicht. Insofern ist mir das halt jetzt dann mal egal. Und... Ja.
Das überlebt er wieder nicht, wie ich den kenne. Das Weichei. Okay. Naja, mit der Rückwärtstaste ging es nun halbwegs. Auch bekannt als die S-Taste natürlich. So, okay. Wir haben auch schon den ersten Piraten auf dem Steg in Sicht. Na komm, lass dich markieren. Ich sehe doch, dass du dich da bewegst. Naja. Gut, müssen wir näher ran, hilft alles nix. Da vorne blinkt was. Das wird wahrscheinlich unser nachfolgendes Ziel sein, wenn wir da vorne an der aktuellen Markierung sind. Entschuldigung, mal kurz, gleich wieder da. So. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich habe mir mal wieder einen Schnupfen eingefangen. Der 5. dieses Jahr. Ich wüsste ganz gerne, woher. Das ist das Lager. Jetzt zum Alarm. Genau. Der ist also da vorne. Direkt dran sitzt ein Pirat, ist ja klar. Was haben wir dann noch so für Wachen, von denen wir noch nichts wissen? Den haben wir, da war aber noch ein zweiter. Die beiden haben wir. Sieht übersichtlich aus, da vorne ist ein Tiger. Ob der wild oder gezähmt ist, kann ich jetzt nicht sagen. Sofern es das überhaupt gibt. Gezähmte Tiger. Alarm! Gegner benutzen den Alarm, um Verstärkung zu rufen. Wenn du einen Alarm zerstörst, bleiben die anderen in der Umgebung aktiv. Halt E gedrückt, um einen Alarm zu deaktivieren und somit das komplette Alarmsystem auszuschalten. Gut, das hätten sie mir damals schon im zweiten Piratencamp sagen können. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wird's ernst, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.